Wow, danke schön. Vielleicht können wir uns mit einem schönen Fußbad bei euch bedanken. Ich bin sicher, ihr zwei vertragt eine Pause. Weißt du, wer noch viel eher eine Pause verdient hat? Wer denn? Ihr beide. Wir? Aber das können wir doch nicht einfach machen. Da warten so viele Patienten auf uns. Aber ihr könnt keine Patienten gesund pflegen, wenn ihr als Ärzte nicht selbst gesund seid. Ich weiß, aber... Ach, komm schon, Danessa. Wann habt ihr euch das letzte Mal ausgeruht? Also, recht hat sie ja. Ja, natürlich hat sie recht, aber was ist mit den Patienten? Ich hab's! Ihr genießt euren freien Tag und wir werden hier so lange eure Arbeit übernehmen. Wirklich? Ja! Na dann los! Ein wenig Erholung wird uns beiden sicher gut tun. Super! Ja. Und was ist so lang mit deinem Eiswagen? Der steht hier direkt vor der Tür. Macht euch um uns keine Gedanken. Geht jetzt und verschenkt keine Zeit. Ich hätte gedacht, das Lustigsein so anstrengend. Willkommen in der Tierrettungsstation. Ich habe ziemliche Zahnschmerzen. Die Eichel war so schwer zu knacken. Anti-Zahnschmerz kommt im Handumdrehen. Bitte schön. Danke. Bis dann. Okay, ich bin gleich wieder da. Hab sie. Hier sind deine Augentropfen. Danke. Bis dann. Wir haben es geschafft. Jeder einzelne Patient wurde behandelt. Wir sind ein tolles Team. Oh, das war nicht wirklich ein erholsamer Tag. Oh, ich weiß. Ich glaube, ich bin gestresster als heute Morgen. Jetzt brauche ich mehr Erholung als je zuvor. Geht mir auch so. Ich wünschte, wir könnten mit den Wolken schweben, hoch über Wunderwald, ohne sich sorgen zu müssen. Ich habe gehört, hier will jemand mit den Wolken schweben. Was genau habt ihr zwei vor? Wir versuchen uns zu erholen. Ja, versuchen ist das richtige Wort. Aber viel Erfolg hatten wir damit nicht. Oh, Twist und ich wollten gerade wandern gehen. Der perfekte Weg, um zu entspannen. Kommt ihr mit? Oh, danke, aber wir sind wirklich mehr als reif, um uns auf unsere Art zu entspannen. Oh, dabei können wir auch helfen. Wow. Das ist einfach wundervoll. Wie ist es da oben? Es ist perfekt. Ja, so lässt es sich leben. Ich denke, jetzt können wir endlich sagen, dass wir uns wirklich erholt haben. Das sehe ich auch so. Ich vermisse sie so sehr. Wir dürfen keine Minute mehr mit Packen verschwenden. So viele Schuhe, so wenig Zeit. Da gibt es nur eins, das wir machen können. Wir nehmen sie alle mit. Bist du dir da wirklich sicher? Na klar bin ich das. Man kann nie zu viele Schuhe dabei haben. Ich glaube schon, dass man das kann. Die Hälfte haben wir schon geschafft. Wir haben erst die Hälfte geschafft. Wirklich? Ja, wir... Ich könnte darauf schwören, dass sich der Koffer immer schwerer und schwerer ziehen lässt. Flap! So kommen wir doch nie in Dschungelwald an. Hat da jemand Dschungelwald gesagt? Da wollen wir auch gerade hin. Wenn ihr wollt, können wir euch gern mit dem Koffer helfen. Ja, ganz einfach. Er sieht nicht sehr leicht aus, aber Antik ist sehr stark. Ich bin Ekaterina. Wir sind Potter und Flap aus Wunderwald. Um genau zu sein, Dschungelwald. Ich meine Wunderwald. Ich meine, das ist eine lange Geschichte. Ich weiß alles über Wunderwald, denn Felicity, Flick, Merritt und Compass haben uns vor kurzer Zeit besucht. Dann sind wir praktisch ja schon sowas wie beste Freunde. Dass ihr alle zu Sways Stoßzahnfeier gekommen seid. Und ganz besonders danken wir Sways Cousine Antik, die den ganzen Weg aus dem grasigen Grasland mit diesem fantastischen Kopfschmuck gekommen ist. Dank Antik und Ekaterina wurde uns klar, wie schön es ist, von den Enchantimals, die wir lieben, auch mal etwas anderes als sonst zu bekommen. Ich liebe meinen neuen Kopfschmuck, Antik. Ich bin so froh, dass wir hier sind. Ich auch. Sind unsere Feste gar nicht so unterschiedlich. Wir tun dieselben Dinge, nur auf eine andere Weise. Trotzdem geht es darum, einen ganz besonderen Tag zu feiern.
Das Einzige, was ich an Wunderwald nicht mag, ist, dass ihr nicht dort wohnt. Ja, wir sind immer so ein gutes Team. Deswegen wird es Zeit, euch einen Besuch abzustatten. Gleich jetzt! Ja, ja, ja! Das ist die beste Idee, die du jemals hattest! Außerdem brauchen wir bei dem Gepäck jede Hilfe, die wir kriegen können. Na, der ist ja so perfekt wie ein Rhinoceros in einer Erbse. Er benötigt noch ein kleines bisschen Arbeit, damit er mehr vom grasigen Grasland hat. Ja! Bitte sehr, Caper. Danke, Flick. Jetzt heißt es einzig und allein, wie wild um die Samen kümmern. Nein! Nein! Das sind nicht die Tutsi-Pflanzen, die ihr mitgebracht habt! Geht es ihr gut? Geht's ihr? Gestern Morgen haben wir vergessen, sie zu gießen. Und als Flop und ich dann hier ankamen, waren sie kaputt. Wirklich? Für mich sehen sie eigentlich ganz gut aus. Das ist nur, weil... Wir sind den ganzen Weg bis ins grasige Grasland gelaufen, um neue Pflanzen zu besorgen und sie einzupflanzen, damit es keiner von euch mitbekommt. Verrückt, das ist ja nicht zu fassen. Diese Pflanzen sind neue Tutsi-Pflanzen? Das ist alles meine Schuld. Wir sind auch nicht ganz unschuldig. Wir haben unser Parfüm versprüht. Das hat die Pflanzen auch zerstört. Und wir haben ihnen Kekse gegeben. Ups. Wir dachten, sie könnten sich vielleicht erkälten und haben ihnen Medizin gegeben. Also, wir haben die Pflanzen vielleicht ein bisschen zu viel gegossen. Oh, oh. Und dann sind wir ins grasige Grasland gelaufen und haben neue Pflanzen geholt, um sie herzubringen und aufzutauschen. Oh, Twist und ich haben das Gleiche gemacht. Wir auch. Das gilt auch für Flick und mich. Es tut uns sehr leid. Also war ich nicht die Einzige, die sich nicht an die Liste gehalten hat? Nein, aber wenn Caper und ich noch eine Chance bekommen, versprechen wir, dass wir sie genau befolgen werden. Genau, das versprechen wir auch. Gibst du uns noch eine Chance, uns um die Tutsi-Pflanzen zu kümmern? Bitte, Jillian, bitte. Tja, ich bin wirklich sehr beeindruckt, dass ihr euch so bemüht habt und den ganzen weiten Weg ins grasige Grasland gegangen seid, nur um alles wieder in Ordnung zu bringen. Deshalb gebe ich euch sehr gern eine zweite Chance. Ja! Aber vergesst nicht, unsere Liste zu befolgen. Und um sicherzugehen, dass die Tutsi-Pflanzen gut wachsen, sollten wir diesmal alle zusammenarbeiten. Wir sind ein Team! Ja! Ja! Dann lasst uns noch mal jeden einzelnen Schritt durchgehen. Als erster Punkt steht da, tanzt den Tutsi-Tanz! Eigentlich haben wir noch nie echten Schnee gesehen. Ihr werdet mit Sicherheit nicht enttäuscht sein. Der Frostwald ist komplett mit Schnee bedeckt. Ich kann kaum erwarten. Ausprobieren wollten wir schon immer mal das hier. Das ist der Superspeed-Schlitten 6001. Das sieht nicht aus wie ein Schlitten. Ich verspreche, das wird er, wenn wir ihn umgebaut haben. Eigentlich ist es ein Rodelschlitten, um übers Gras zu fahren. Aber mit ein paar kleinen Veränderungen ist er perfekt für den Schnee. Na gut, wir sollten losgehen. Es ist ein langer Weg nach Frostwald. Und wenn wir dieses Teil dabei noch schleppen müssen, wird es noch viel länger dauern. Oh, darüber musst du dir keine Sorgen machen. Was bringt schon eine tolle Erfindung, wenn sie nicht ganz leicht zu transportieren wäre? Sie ist gut. Denkst du auch, was ich denke? Ja. Yeah. Wohin gehen wir jetzt? Ich bin mir nicht sicher. Flick, sollten wir nicht lieber zurückgehen? Ja, der Wettbewerb ist bald zu Ende. Oh. Dir bleibt nicht mehr viel Zeit übrig. Flick, geht's dir gut? Ja, mir geht's gut. Total gut sogar. Okay. Es ist wegen Pawbry. Wegen Pawbry? Oh. Machst du dir etwa Sorgen, dass sie gewinnen wird? Aha. Aber gewinnen war für dich doch nie wichtig. Warum genau jetzt? Nur
Nur weil jemand anderes talentiert ist, heißt das ja nicht, dass du es nicht bist. Oh, vielleicht hast du ja recht. Du weißt, dass ich recht habe. Oh nein, das war die 10 Minuten vor Ende-Glocke. Das heißt, der Wettbewerb ist gleich vorbei. Oh nein, und wir sind so weit weg, dass wenn wir zurückgelaufen sind, der Wettbewerb vorbei sein wird. Darf ich vorstellen? Hier, der Superspeed-Schlitten 6004. Oder wie wir ihn nennen, einfach Schlitten. Können wir damit fahren? Na, und ob ihr das könnt? Dafür ist er doch da. Ja! Okay, die Zeit ist um. Du hast es geschafft. Das ist super geworden, Flick. Und jetzt verkünden wir die diesjährigen Gewinner des Eisskulpturenwettbewerbs. Es sind Aubrey und Milt. Flick, geht es dir gut? Ja, mehr als das sogar. Ich hab's geschafft. Und das nur dank euch. Das haben wir gern gemacht, Flick. Ach, und eins noch. Dieses Jahr haben wir einen besonderen Preis für den vielversprechendsten Newcomer. Und der Gewinner ist... Flick! Ah. Ja! Löffel. Tuch. Superbeeren-Gelee. Superbeeren-Gelee? Es sieht so aus, als hättest du kein Superbeeren-Gelee mehr. Ich habe doch gestern erst ein neues Glas aufgemacht. Wie kann das schon alle sein? Tja, ohne Superbeeren-Gelee gibt's keine superbeerigen Beerenriegel. Bree, ich möchte dir sagen, dass ich trotz dieser keine Superbeeren-Riegel-Situation ganz ruhig bleiben werde. Aber hast du deinen superbeerigen Beerenriegel mal gekostet? Die sind superbeerig fantastisch! Bleib alle mal ganz locker. Wir müssen doch nur kurz einen kleinen Ausflug in den Laden machen und neues Gelee von Brandon Snow holen. Na dann los! Felicity, du und Flick, ihr müsst weiter den Teig für die Riegel umrühren. Nicht aufhören. Ich sag's nochmal. Ihr dürft unter gar keinen Umständen aufhören, den Teig umzurühren. Was passiert denn, wenn Sie aufhören, umzurühren? Der Teig kann ja wohl nicht explodieren oder sowas. oder doch? Schlimmer. Er wird klumpig. Und die superbeerigen Beerenriegel werden zu superbeerigen Beerenziegeln. Kommt, wir gehen los. Das kommt mir irgendwie bekannt vor. Sie weiß genau, was sie will, so wie ich auch. Dann will sie wohl als nächstes was von dem Honig haben. Was mich auf eine andere Idee bringt. Genauso, hier entlang. Und jetzt eine... gute Nacht. Okay, Bran, schlaf gut. Wir sehen uns wieder, wenn Gracie das Murmeltier sagt, dass der Winter vorbei ist. Was war das? Es tut mir leid, dass wir es nicht geschafft haben, das Superbeeren-Gelee für die superbeerigen Beerenriegel zu besorgen. Ist schon okay. Ich bin froh, dass wir es dank des Honigs geschafft haben, Bran wieder nach Hause zu bringen. Hey, Honig. Wisst ihr was? Da kommt mir glatt eine Idee. Gute Nachrichten. Wir haben das Beerengelee nicht bekommen. Aber ich habe eine neue Idee. Super honige Honigriegel. Flick und ich haben auch gute Neuigkeiten. Ja. Ihr habt nicht einmal aufgehört, den Teig zu rühren. Oh, dieser Teig ist nicht das Richtige für super honige Honigriegel. Den Teig müssen wir ganz neu zusammenmischen.